jetzt aber von dem kleinen Schlenker schnell zurück zu dieser Realsatire, dass Frau Baerbock tatsächlich nochmal für das Kanzleramt kandidieren möchte. Normalerweise würde ich sagen, kompletter Irrsinn, aber in diesem Land ist mittlerweile fast nichts mehr unmöglich. Keine Peinlichkeit kann nicht noch gestreckt und ins Unendliche vergrößert werden. Man sagt ja, wenn die Sonne tief steht, werfen auch Zwerge lange Schatten. Und niemals stand die Sonne tiefer seit 1945 über Deutschland als heute. Das heißt also, auch die verzwergte Außenministerin kann noch ganz lange Schatten werfen. Und der verzwergte Klimaminister, der stolziert wahrscheinlich jetzt wie Stumpelrillschen auf und ab. Ja, und überlegt sich, wie er selber nochmal in diese Rolle schlüpfen könnte oder zum ersten Mal in diese Rolle schlüpfen könnte, weil beim letzten Mal war ja wegen der Frauenquote sowieso schon Frau Baerbock dran, hat es damals zum Glück schon versemmelt, aber allein die Vorstellung, dass so jemand wie Frau Baerbock Kanzler werden könnte in diesem Lande, müsste ja eigentlich zwei biologische Reaktionen auslösen. Einerseits kriegt man die Zwerchfellzerreißung, ja, also das Zwerchfell leidet schon. Und zum anderen bricht dann der Angstschweiß aus. Also die Angstschweiß genässte Stirn ist das zweite Thema. Ja, also beides zusammen erzeugt eine wahnsinnige Dissonanz, eine emotionale Dissonanz, keine kognitive, eine emotionale. Und ich versuche es mir gerade vorzustellen, wie Frau Baerbock ihre Sprachfehler aus dem Außenamt rausträgt und auf alle Ressorts, denen sie dann quasi als Kanzlerin vorstehen würde, überträgt. Also sie muss ja dann nicht nur die Außenpolitik kommentieren, sondern sie kann dann anderen Ministerien den Krieg erklären. Sie kann den 360-Grad-Rundumschlag zu allem machen, was aus irgendwelchen Ministerien kommt und irgendwelche 360-Grad-Anweisungen geben. Sie kann hunderttausende Kilometer reisen von Ministerium zu Ministerium. Sie kann also all das machen, sozusagen mit einem Dutzend multipliziert, was sie jetzt als Außendarstellerin schon macht. Also die Vorstellung allein ist absurd. Ja, also die Vorstellung ist absurd. Aber wie gesagt, wenn die Sonne tief steht und die Sonne steht tief genug, unmöglich ist nichts in diesem Land. Ich bin sprachlos. Ja, wobei ich kann mir ja die Tatsache, dass überhaupt noch jemand grün gewählt hat, auch nur mit, wie soll ich mich ausdrücken, schwer geschädigten kognitiven Fähigkeiten eines Teils unserer Wählerschaft erklären. Also entweder fünfmal geboostert mindestens oder als Kind zu heiß gebadet oder auf den Kopf gefallen oder gerade aus dem demolierten Auto gestiegen. Also eine andere Variante fällt mir eigentlich nicht mehr ein, warum ein Mensch noch bei Grün sein Kreuzchen machen sollte, weil da muss man wirklich schon seinen Verstand verloren haben. Also wenn mir jemand gegenübertritt und dann von mir verlangt, dass ich ihn anders anspreche als das, was ich sehe und wahrnehme, der kann mich kreuzweise, der kann mir den Götz von Berlichingen, ja. Also ich werde die Leute so ansprechen, wie ich das für richtig halte. Männer als Männer und Frauen als Frauen, ja. Sogenannte Transfrauen sind Männer unter ihren Weiberklamotten und deswegen spreche ich sie an, wie ich lustig bin und nicht politisch korrekt. Ja, die Stadt Leipzig und alle anderen, die mir was anderes aufdrängen wollen, können mich kreuzweise. Ich sage jedem, Leute, vertraut euren Augen und eurem Verstand mehr als den Politikern. Dann liegt ihr in 99,99999% aller Fälle richtig. Ja, also lasst euch nicht vorschreiben, wie ihr Leute anzusprechen habt und vor allen Dingen lasst euch nicht von den Bolschewoken, die sich sowieso nicht benehmen können, erklären, was Benimmregeln sind. Dieselben Bolschewoken, die auf irgendwelchen Verlustierungsparaden nackt vor Kindern herumtanzen, ja, wollen uns erzählen, wie wir uns zu benehmen haben. Was fällt denen eigentlich ein? Ja, also und wenn unsere Politiker dumm und dämlich und dreist genug und wie soll ich sagen, unterbelichtet genug sind, uns erzählen zu wollen, dass wir uns dem anschließen wollen, sage ich, geht wohin, aber geht mit Gott. Also Frau Faeser ist ja bekannt dafür, dass sie von innerer Sicherheit nun nichts versteht. Das fängt schon damit an, wo sie die tatsächlichen Gefahren für unsere innere Sicherheit verortet. Nämlich nicht bei Islamisten, nicht bei gewalttätigen Linksradikalen, nicht bei der Antifa, nicht bei Terroristen, noch nicht mal beim Islamischen Staat wahrscheinlich, ja, sondern sie verortet die Gefahr für unser Land
von rechts. Rechts sind übrigens nicht die wirklich Rechten, also nicht die, die man gemeinhin meint, wenn man seinen gesunden Menschenverstand mit rechtsradikal oder rechtsextrem in Verbindung bringt, sondern rechts in dem Sinne, wie sie es meint, sind so Leute wie du und ich, Leute, die liberal-konservativ denken und die nach alten Werten ticken. Und die sind nach ihrer Meinung die eigentliche Gefahr für dieses Land. Und um solche Leute wie uns zu attackieren, braucht man keine Hightech-Spezialeinheiten. Da braucht man nur irgendwelche Polizisten, die man vorher scharf gemacht hat, hätte ich fast gesagt, ja, wenn man deren Bude stürmen möchte. Und dementsprechend sind auch ihre Prioritäten. Ja, sie setzt auf Masse statt Klasse, und zwar deswegen, weil sie den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Die Republik ist voller Feinde, alle sind rechts. Alle, die irgendwas Falsches sagen, sind Nazi. Für diese Leute, um diese Leute zu bekämpfen, wird investiert. Und zwar nicht nur ein paar Millionen und nicht nur ein paar hundert Millionen, sondern Milliarden. Ja, ich weiß nicht, wie viele Milliarden zum Beispiel an NGOs im Kampf gegen rechts gehen. Ich weiß nicht, wie viele Milliarden an Polizeieinheiten gehen, die jetzt so aufgerüstet werden, dass sie quasi gegen harmlose Bürger mit martialischer Gewalt vorgehen können. Aber gegen die echte Gefahr, die diese Frau ja gar nicht sieht, wird natürlich nicht investiert. Und das ist natürlich genau das, was wir hier sehen. Es wird genau dort nicht investiert, wo die echte Gefahr herkommt und wo sie tatsächlich droht. Und wenn dann tatsächlich mal irgendein Anschlag verhindert wird, dann ist es übrigens in der Regel nicht unser Sicherheitsapparat, es ist nicht der Sicherheitsapparat, der Frau Faeser untersteht, der diese verhindert, sondern es sind in der Regel israelische oder amerikanische Geheimdienstinformationen, die dann an die Deutschen zugespielt werden, wenn die mitbekommen, dass bei uns was schiefläuft und wenn man das im Vorfeld abwehren kann. So, das ist die tatsächliche Prioritätensetzung der Politik dieser Frau und deswegen ist das auch keine Überraschung. Die wird die GSG 9 so lange austrocknen, bis sie kaputt ist und wird gleichzeitig das Geld in die Richtung stecken, wo sie es für politisch opportun hält, weil natürlich, wenn sie das in dem Umfang macht, ist ja für das andere auch gar kein Geld mehr da. Ja, und Schuldbewusstsein gibt es da nicht. Auch hier gilt wieder Captain Kirks wichtigster Satz, Faeser auf Betäubung. Wussten Sie, dass der deutsche Staat konkrete Vorbereitungen trifft, um auf das Vermögen seiner Bürger zuzugreifen? Bleiben Sie dran, um zu erfahren, worum es geht und was man heute noch dagegen tun kann. Die Staatsschulden explodieren, nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten Europäischen Union. Die EZB hat in den letzten Jahren so viel Geld in Umlauf gebracht wie noch nie in der europäischen Geschichte. Unsere extrem hohe Inflation ist das Ergebnis genau dieser Politik. Aber damit nicht genug. Es gibt Hinweise, dass sich der Staat darauf vorbereitet, auf das Vermögen seiner Bürger zuzugreifen, auch wenn er versucht, diesen Fakt mit allen Mitteln zu verschweigen. Stichwort Vermögensregister, Stichwort Lastenausgleich. Wir dürfen hier auf YouTube nicht im Detail darüber reden. Es besteht die Gefahr, dass unser Beitrag dann vom Netz genommen und unser Kanal gesperrt wird. Deshalb an dieser Stelle nur so viel. Wenn Sie eine Lösung suchen, um Ihr Vermögen vor einem Zugriff des Staates zu schützen, laden wir Sie zum kostenlosen Webinar mit Alexander Streeb ein. Herr Streeb ist seit mehr als 30 Jahren Finanzprofi. Er hat die aktuellen Gefahren analysiert und Lösungsstrategien entwickelt. Um sich vor einem möglichen staatlichen Zugriff auf Ihr Vermögen zu schützen, müssen Sie zuerst wissen, welche Gefahren da überhaupt lauern. Herr Streeb erklärt Ihnen die eben genannten und noch einige weitere Gefahren. Sie werden von ihm Lösungsvorschläge bekommen, was man konkret dagegen tun kann. Wenn Sie Klarheit und Sicherheit haben wollen, melden Sie sich jetzt zum kostenlosen Webinar an. Sie finden den Link dazu unter dem Video. Es gibt eine Lösung. Und sie hat nichts mit Edelmetallen oder Immobilien zu tun, nichts mit Aktien, Kunst oder digitalen Währungen. Es handelt sich um einen echten Sachwert, der seit Jahrhunderten Vermögen nachweislich geschützt hat, indem er den Zugriff des Staates verhindern konnte. Klicken Sie auf den Link unter diesem Video und melden Sie sich an. Statt einen Monat für Ihr Gehalt zu arbeiten und es dann zu verlieren, investieren Sie mal eine Stunde und denken mit Herrn Streeb über Ihr Geld nach. Nehmen Sie sich jetzt Zeit für dieses wichtige Webinar. Es geht um Ihre Zukunft. Es geht um Ihr Vermögen. Werden Sie jetzt aktiv.